Die Schrift ist unser kulturelles Gedächtnis. Um sich zu erinnern, muss man sie aber lesen können. Und das kann bei alten Pfarrbüchern und Briefen schwierig sein. Das Projekt READ soll helfen. Das Werkzeug ist das Computerprogramm Transcribus zur automatischen Handschriftenerkennung. Jeder kann es herunterladen. Partner aus ganz Europa liefern für READ Technik und Daten. Damit der Computer in die Lage versetzt wird, aus alten Dokumenten eine heute für den Menschen lesbare Schrift zu generieren. Als erstes scannt man das alte Dokument ein. Sobald eine digitale Kopie der entsprechenden Seite, die gelesen werden soll, vorhanden ist, kann man die in das Programm Transcribus einspeisen und Grundlagenmuster, Referenzdaten für die automatische Texterkennung erzeugen. Mit diesen Referenzdaten lernt das Programm quasi lesen und wird immer treffsicherer. Das ist nicht nur gut für Historiker. Viele Menschen möchten wissen, wo sie herkommen, wer ihre Vorfahren sind, wer der Großvater ist, wer der Urgroßvater ist, der Ururgroßvater. Und in dem Moment hat man in den Matrikelbüchern, wo Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten eingetragen sind, also diese großen Lebenswende, Sakramente eingetragen werden, hat man das Problem, dass man oft nicht lesen kann, dass man nicht findet, wo das steht und wie die Schrift zu entziffern ist. Und da wird READ helfen und wird dem absoluten Laien helfen, einfach bei der Suche nach seinen Vorfahren zum Beispiel. Das Passauer Diözesanarchiv hatte schon vorgelegt. Digitales Lesen braucht natürlich eine digitale Basis. Und wer eine digitale Basis zur Verfügung stellen kann, ist für ein solches Projekt interessant. Und uns freut es natürlich, dass mit Passau ein Bistumsarchiv dabei ist, das eben seit Jahren jetzt auf dem Feld der Digitalisierung unterwegs ist. Der Bestand von über 800.000 Seiten Archivalien im Netz machte die Diözese zu einem gefragten Partner. 2019 wird das Projekt abgeschlossen sein und der Computer hoffentlich ein gutes Gedächtnis haben.